Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Ja, wie ihr vielleicht sofort bemerkt, ist oben links so ungefähr an dieser Stelle mein Konterfei jetzt eingeblendet. Ich bin so ein bisschen am Experimentieren, das hatte ich ja auch bereits im letzten Infovideo gesagt, um nicht nur wie dort bereits angekündigt, die Thumbnail jetzt ein bisschen, ja, individueller zu gestalten, sondern was ich natürlich auch so gedanklich im Hinterkopf habe, ist, so ein bisschen was einzublenden, woran man natürlich auch erkennen kann, hallo, ihr guckt jetzt bei mir, um das Stehlen von Videos mache ich mir da keine Sorgen, aber ich möchte doch irgendwo so ein bisschen, ja, Individualisierung einfach auch halt in die Videos reinbringen. In den Content, den ich produziere, wo ich dann sagen kann, okay, ja, ey, guck mal, daran erkennt man, dass das Ganze von mir ist. Und wenn man dann halt nur das Video sieht, wo ich ja nicht ständig erwähne, wer ich bin, wo man mich findet, aber dieses Bild hier oben links dann irgendwo wiedererkennt, dass man halt so irgendwo auch eine gewisse Verbindung ziehen kann, dass man sagen kann, okay, ja, ey, Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor, von dem habe ich ja schon mal irgendwas gesehen. Und das ist halt das erste Video, mit dem das Ganze passiert. Ich bin auch am Überlegen, wo und wie ich einen schönen neuen Screenshot hinbekomme. Denn wir haben ja das Äußere jetzt schon vor ein paar Folgen verändert. Und das sollte sich vielleicht nach Möglichkeit auch ein bisschen auf den Screenshot auswirken, dass man sagen kann, okay, ja, da ist auch wieder so ein bisschen Wiedererkennungswert mit bei. Davon mal ganz abgesehen. Wir hatten aufgehört, als wir hier in der neuen Ecke angekommen sind, hier im Außenposten Talan, und haben zumindest zwei Gesprächspartner. Einmal hier hinten unseren Story-Gesprächspartner und hier unten den für die allgemeine Mission. Ja, ich absolut keine Ahnung mehr habe, wo mich das Ganze am Ende hinbringen wird. Denn das letzte Mal, als ich auf diesem Planeten war, ist ja schon auch für mich ein paar Monate, ich glaube deutlich mal ein Jahr her. Werden wir erstmal den hier unten ansprechen und im Anschluss gucken, wo uns unsere Story-Mission hinbringen soll. Was für eine angenehme Überraschung. Ich bin Offizier Vesk, Imperialer Geheimdienst. Ich verfolge eure Heldentaten schon länger. Ich bin ein ziemlicher Bewunderer. Ich wünschte, wir könnten darüber reden, wie ihr Operation Sonnenregen lahmgelegt habt. Doch kann ich nicht noch mehr Zeit verschwenden. Das Haus Rist plant einen Angriff auf das Imperium. Und ich habe die nötigen Beweise dafür. Die Angriffe der Rist sind der Macht des Imperiums nicht gewachsen. Ich bin froh, dass ihr so zuversichtlich seid. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Als Gefolgsleute des Hauses Ulgo wollen die Rists uns auslöschen. Einige ihrer Elite-Attentäter bereiten sich auf einen Anschlag auf ranghohe Kommandanten der Tools und des Imperiums vor. Sie sind entbehrlich. Aber die Chance, ein paar der besten Rist-Attentäter auszuschalten, sollte man sich nicht entgehen lassen. Die Leichen der Attentäter werden kalt sein, noch bevor ihre Ziele eintreffen. Das ist der Enthusiasmus, von dem ich schon so viel gehört habe. Die Rists warten bereits auf ihre Opfer. Findet ihre Hinterhalte und tötet die dort lauernden Attentäter. Ja, das sollte nicht allzu schwer sein. Wir sind ja selber sowas Ähnliches, bloß wesentlich professioneller. Und was hast du uns zu sagen? Ah, Agent. Datis Elgin, imperialer Berater für das Haus Tool. Ich bin froh, euch zu sehen. Das Haus Tool sieht sich einer Krise gegenüber, die ihre gesamte Position auf Alderaan gefährden könnte. Genau wie die Position des Imperiums. Wenn das geschehen soll, will ich erst bezahlt werden. Wenn ihr das Haus Tool rettet, werden sie euch sicher mit Freuden entlohnen. Das Haus Rist, die Attentäter Alderaans, ist derzeit mit dem Haus Ulgo, den hiesigen Thronräubern, verbündet. Doch es gab eine Zeit, in der Rist alles für jeden getan hat, wenn nur der Preis stimmte. Und jetzt drohen die schmutzigen Details dieser Dienste öffentlich zu werden. Soll ich dem Haus Rist eine Lektion erteilen? Das Haus Rist war immer ehrenhaft. Dort trägt man nicht die Schuld an der gegenwärtigen Situation.
Ein ehemaliger Attentäter vom Haus Riss, der von Ihnen verbannt wurde, weil er die Identität eines Auftraggebers enthüllt hat, erpresst nun das Haus Thul. Er sagt, er würde jedes Attentat publik machen, jede Entführung, jede Hinterhältigkeit, die Haus Thul jemals zu verantworten hatte, wenn er nicht bezahlt wird. Und wir wollen doch nicht, dass das passiert, oder? Wenn Thul zu Fall kommt, können wir diesen Planeten auch einfach wieder der Republik übergeben. Wir haben ein Treffen zur Geldübergabe vereinbart. Doch er hat einige der besten Attentäter aus dem Haus Rist angeheuert. Ich vertraue ihm nicht. Deswegen brauche ich euch. Jemanden, der stark genug ist, jeder Falle zu entgehen, die er uns stellen mag. Ist praktisch schon passiert. Dieser Mann möchte ein eigenes Haus aus Attentätern gründen und er hat als Bezahlung für sein Schweigen Land und einen Titel verlangt. Nehmt den Aktenkoffer und geht zum vereinbarten Treffpunkt. Wenn er die Bestechung annimmt, gut. Wenn nicht, tötet ihn. Ja, das klingt doch relativ einfach. Nimmt er das Geld, lass mal in Ruhe, nimmt das nicht, dann... Was soll denn die aufmachen? Hast du etwa das Schließfach des Käpt'ns geplündert? Das ist jetzt mein Schließfach. Ich bin befördert worden. Heute Morgen haben sie seine Leiche gefunden. Ein Scharfschütze vom Haus Rist soll ihn erwischt haben. Ein Attentäter. Ich habe gehört, die verfehlen nie ihr Ziel. Diesmal war wohl der Käpt'n. Ja gut, das ist und wir werden ihm bald Punkten, folgen, wenn ihr zwar nicht auf Patrouille geht. Und der das andere ist ein Befehl. Hier hinten, wo ich eh schon dachte, dass wir da vermutlich irgendwas machen werden müssen. Dann gehen wir mal gucken. Sollte uns ja alles nicht allzu schwer fallen. Und bedenkt, dass wir da so im Level eh etwas höher sind. Und das Ganze hier unter Garantie nicht gerade Elite-Gegner sein dürften. Ich erwarte durchaus den einen oder anderen Silbener, aber selbst mit denen haben wir üblicherweise keine echten Probleme. So ein paar Druiden im Weg sind. Das ist aber nichts wie hoch. Ah ja. Ach gut, ich hatte mir Sorgen gemacht, dass ich da schon an beiden Teilen irgendetwas sammle. Da zwei Meldungen reinkamen, aber das war wirklich bloß für verschiedenen Gegner. Ah ja. Der hat sich doch nicht eben gerade wirklich ausgegraben oder was? Es ist natürlich auch eine Variante, sich dazu vergraben. Ich meine, er ist mir auch wesentlich lieber, weil der nicht rankommt. Fernkämpfer sind einem einfach Fernkämpfer am liebsten als Gegner. Nicht so wie die da. Wieso konnte ich die Fähigkeit nicht einsetzen? Die war da verfügbar. Was hast du Feines bei? Nur die Hosen. Wie ich es richtig gesehen habe. Okay. Bei dem Weg werde ich vermutlich wieder mal eine kleine. Ja. Zeitraffer reinpacken. Ich hoffe, ich denke dran. Aber der Weg sieht mir lang genug aus. Also in dem Sinne, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ist, glaube ich, keine allzu lange Zeitraffer gewesen. Vielleicht eine Minute auf. Ja, keine Ahnung, was zusammengerafft. Aber das ermöglicht uns natürlich, die anderen Sachen dann sinnvoll trotz allem mitzumachen. Da muss man halt ein bisschen. Und noch einer. Weniger von den anderen Sachen rausnehmen.
kommen halt einfach schlicht und ergreifend in der kurzen Zeit und weiter. Was war das denn für eine Phase von mir? Wenn man nichts Intelligentes zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Und ich mach's nicht. Das sind doch alles Fernkampf, mit denen können wir gut arbeiten. Okay, das sind 7 von 8. Das heißt, wir brauchen vermutlich bloß noch einen Droiden. Auch wenn er natürlich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit weitere spawnen werden. Und sich halt enttarnen werden. Schade, keine Truhe vorhanden hier drin. Da eine Truhe drin, sieht nicht danach aus. Dann nehmen wir halt den hier draußen. Ah, okay. Hätte ich doch richtig aus dem Augenwinkel gesehen. Ich war der Meinung, ich habe da irgendwas sich bewegen sehen. Noch zu verstecken und Deckung bringen. Wenn du mehr als halbtot bist, ist irgendwie ein bisschen sehr verzweifelt und sinnfrei. Hier drin ist dann wohl die Geschenkübergabe. Mal gucken, was der für ein Geschenk bekommt. Blasterschüsse oder etwas Credits. Mir gefällt das nicht. Das sieht nach Kampf aus, auf den ich mich nicht vorbereiten kann. Und ich werde wieder besseren Versuchens und Wissens wird das nicht ohne Kampf ausgehen. Es gibt nichts, was ich euch zu sagen hätte. Nicht? Und vielleicht Sam? Nö. Es gibt nichts, was ich euch zu sagen hätte. Es gibt nichts, was ich euch zu sagen hätte. War irgendwas übersehen? Muss ich noch irgendwas machen? So, ne? Ich dachte, ich mit dieser Attentäter droht auch geil. Das Schwergeld. Wer trifft sich mit den Wartenhanger im Jurangebirge? Ah, okay, hat er irgendwas nicht richtig registriert. Sieh dir das an, Bruder. Ich habe nicht erwartet, dass ein Profi kommt. Ich schätze, Tool ist doch nicht so blöd, wie ich dachte. Es wird ihnen nichts nützen, aber immerhin haben sie es versucht. Wenn ihr mir jetzt bitte die Bezahlung gebt. Ich gebe euch gar nichts, bis ich weiß, dass das hier kein Trick ist. Trick? Wir haben uns gerade erst getroffen und schon kennt ihr mich so gut. Ich dachte, Tool schickt irgendeinen erbärmlichen Diplomaten, den ich gefangen nehmen kann. Für euch bekomme ich einen höheren Preis. Einen höheren Preis? Für mich bekommst du gar nichts. Dazu müsst ihr mich erst besiegen. Ich freue mich schon drauf. Ja, wie ich es mir dachte, das ist ein Kampf, auf den ich mich nicht vorbereiten darf. Aber nichts wie hoch. Ergibt sich leider nicht. Ah, jetzt ergibt er sich. So, reden wir nochmal damit. Stopp! Hör auf, Kai!
Er ist uns überlegen und außerdem ist es das nicht wert. Die Beweise befinden sich schon auf dem Weg zum Haus Ulgo. Er wollte sie euch nie geben. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mich betrügen? Sam, du Idiot! Wir hätten Grafen werden können! Du hast jeglichen Sinn für Ehre verloren. Lügen und stehlen? Ich habe geschworen, nach einem Kodex zu leben. Der Läufer mit den Beweisen bringt sie zu Ulgos Sohn Wessex. Sam, du würdest deinen eigenen Bruder betrügen? Dafür sollte ich dich töten! Verdammt, Kai. Es tut mir leid. Bring ihn um. Die Zielkoordinaten des Läufers sind in der Konsole da drüben gespeichert. Ihr könnt ihn vielleicht einholen, wenn ihr euch beeilt. Ich übernehme Kais Attentäter. Ich verspreche, dass weder ihr noch das Haus Thul je wieder etwas von uns hören werdet. Der gefällt mir. Der handelt wenigstens nach dem Kodex, der ist ehrenhaft. Nächstes Mal wird es keine Gnade mehr geben. Ich werde das nicht vergessen. Wir schulden dem Haus Thul einen großen Gefallen. Viel Glück bei der Suche nach den Beweisen. Mit solchen Grundsätzen, mit solchen Leuten kann ich arbeiten. Da muss man sich nicht ständig umdrehen. Da ihr die Akten über den Attentäter durchstöbert, nehme ich an, dass das Treffen nicht gut verlief. Ulgo hatte Beweise bereits erhalten. Ihr macht Scherze. Verflucht! Nun, lasst kein Detail aus. Wenn Wessex Ulgo diese Beweise erhält, wird bald jedes Haus auf Alderaan wissen, wen Haus Rist für das Haus Thul töten soll und wann. Sie werden das Haus Thul nicht einfach nur verbannen. Sie werden es vernichten und jede Chance des Imperiums auf Alderaan wird mit ihnen sterben. Mir gefallen eigentlich zwei Antworten, aber... Gebt mir einfach eine Chance, Ulgo zu finden und aufzuhalten, bevor sie die Beweise veröffentlichen. Das ist leichter gesagt als getan. Wessex Ulgo befehligt einen Trupp der besten Kommandos auf Alderaan. Sie haben sogar Jedi besiegt. Aber ihr habt vielleicht eine Chance. Ich muss euch bitten, die Beweise zurückzuholen. Schnell. Ich nehme jedes Risiko auf mich. Ich danke euch vielmals. Findet die Beweise und vernichtet sie. Dann verspreche ich euch, euren Lohn zu verdoppeln. Doppelter Lohn klingt gut. So, das Ding. Können wir das Ding gebrauchen? Das, was ich aktuell anhabe, hat keine Aufwertungen. Ist dementsprechend... schlechter. Haben wir aber auch schon eine ganze Weile bei uns mit Stufe 17, also nehmen wir mal den hier mit. Und haben auch Stufe 36 erreicht. Ja, keine Forschung verfügbar. Ich weiß, aber ich will das Material haben. Das ist noch altes Zeug. Es reicht mir, wenn der Material bei rumkommt. Keine Vorschub, das ist vollkommen egal. So, Level Up. Hatten wir da irgendwas? Ich glaube, das war was Passives. Hm, 36. Hinterdurchdringende Schüsse sind um 3 Sekunden in der Abklingzeit verkürzt. Ist brauchbar, nichts Aktives. Wo müssen wir als nächstes hin? Aha. Söldnerdatenpad, das werden wir mitnehmen. Und dann müssen wir dorthin. Und du sammelst erstmal das ein. Wir gucken mal, wo wir da für das Datenpad hin müssen. Okay, das muss. Ah, da liegt es. Da liegt es. Wird bestimmt irgendein Text zum Lesen sein. Mal gucken. Ja, Tränen der Rist. Achtung, eine Bekanntmachung des Hauses Thul. Das Haus Rist beherbergt viele der größten Attentäter der Galaxis. Ihre tödlichste Waffe ist ein Gift, die Tränen der Rist. Unsichtbar über die Haut aufgenommen und absolut tödlich. Viele Thul-Soldaten sind diesem diabolischen
treu erlegen. Tränen der Rist müssen unbedingt analysiert werden. Zu diesem Zweck suchen wir zähe und gebrochene Söldner, die Proben des Gifts aus bekannten Ristlagern bergen. Es ist jedoch höchste Vorsicht geboten. Ristagenten wurden in der Gegend gesichtet. Bei Erfolg bringt die Proben zum nächsten Außenposten. Bei Kontakt mit dem Gift wird das Haus Thul euer Andenken hüten. Ja, danke. Ich bin der Meinung, das war vorher nicht auf der Karte zu sehen. Kann mich natürlich irren. Und das ist bereits einmal über die Brücken. Da gibt es bereits das erste. Das ist natürlich die Frage, ob das irgendwelche Gegner einfach sind, die das droppen, oder ob das Ganze dann in Containern zu finden ist. In dem es dann ja meist mehrere gibt. Ich habe so die Vermutung, die Kerle werden das droppen. Na los, wer will meine Kanone sehen? Ach Junge, komm da nicht so dicht ran. Okay, das war noch nichts, aber wir gucken hier mal rein. Vielleicht habe ich mich ja doch geirrt, sieht aber nicht danach aus. Ah, Toxikologe klingt gut. Aber überhaupt nichts gedroppt. Gefällt mir gar nicht. Ich hätte wenigstens irgendwas droppen können, und sei es Credits. Dabei. Ja, das ist doch so ein ganz kleiner Kreis hier. Nur dieser winzige Kreis und der Toxikologe hat uns nichts gebracht. Okay. Okay. Dann war ich ja nah dran. Das war ja nicht wirklich falsch. Und wie komme ich hier oben hin? Hier hinten mal ein bisschen Karte aufdecken. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und vermutlich hier unten durch. Ja. Sieht immer besser aus. Und jetzt hier nach rechts. Also mal gucken, wie groß die Höhle hier ist. Ach, die ist jetzt klein. Aber nicht wie hoch. Noch in dieser Folge machen. Das sollte locker möglich sein. Dann lege ich gleich, dass du so nicht rankommen willst, Junge. Ah, okay. Du sagst dir, wenn ich nicht rankomme, dann ziehst du mich ran. Was ist Lilanes? Was haben wir denn da? Na, okay. Großer Einflussgewinn können wir mitnehmen. Gar nicht mal übel.
keine tolle Ausrüstung, aber trotzdem gerne genommen. Ich soll diese Agenten-Captains sogar umbringen. Ist mir eben gar nicht aufgefallen, weil ich mehr so auf das Lieder geguckt hatte. Ja gut, die machen mir jetzt keine Sorgen. Was zu erwarten war. Da hinten haben wir noch einen. So, der wird mich bestimmt gleich wieder ranziehen. Schön. Ja, die stehen nicht im Weg, die brauchen wir nicht. Wir müssen bloß hier nach oben. Es wäre das. Wieso hat er mir eingeblendet, dass ich Wessex besiegt habe. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mich jetzt in den ich habe jetzt eben die Mission so ein bisschen durcheinander gebracht. Nicht, dass ich ihn schon besiegt habe, sondern dass ich ihn noch besiegen muss. Da war ich überhaupt verwirrt. Okay, das ist erledigt. Wenn ich die Mission hier draußen so angucke, werde ich jetzt erstmal hierhin zurückspringen. Und dann die Gespräche erledigen und für die Vorbereitung der nächsten Folge dann hier runterfahren, ohne dass die Kamera an ist. Ich denke, damit könnt ihr leben. Das spart uns wieder ein bisschen Zeit. Dann geben wir aber zuerst mal die Mission ab. Die Neuigkeiten über eure Taten schlagen überall Wellen. Die Rists sind verwundet. Wie gut, dass ich den ganzen Ärger auf mich genommen habe. Ihr habt meine ewige Anerkennung. Und noch immer kann ich nicht glauben, euch getroffen zu haben. Ich werde die Rists weiterhin beobachten. Wenn sie einen Racheakt planen, werden wir zuerst davon erfahren. Ach, das hofft ihr doch bloß, dass ihr so gut seid. So, Dartes, was hast du jetzt für uns? Ich hoffe, die Bezahlung ist wirklich so groß. Sagt mir bitte, dass ihr Wessex besiegt habt. Sagt mir bitte, dass ihr die Beweise der Untaten von Haus Thule vernichten konntet, bevor Ulgo sie verbreiten konnte. Jetzt müssen wir uns wohl nur noch um die Rechnung kümmern. Niemals in meinem Leben war ich so erleichtert. Hier ist eine Belohnung vom Hause Thule. Ihr habt dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Ich hoffe, ihr wisst das. Wie ist das eben, dass ich mich bei einem weiteren melden muss? So, die Handschuhe. Für die zählt im Endeffekt das gleiche wie für die... Ja, wie für den Gürtel. So, da wäre aber natürlich interessant, wie sich in der Optik machen. Und das sind ja die, die wir schon anhaben. Äh,
Nee, da lassen wir die, die wir schon haben. Mal los. Ich will gut aussehen. Man muss ja nicht alles austauschen. Ach ja, das war das hässliche Modell. Das wollen wir nicht. So, was können wir zerlegen? Bestimmt die Handschuhe. Einfach nur für das Material. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. So, wo führt uns die Sache hin? Die würde uns dann nachher ins Glarustal führen. Aber wir machen erstmal hier unten noch fertig und das nehmen wir in der nächsten Folge in Angriff. Ja, also in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Folge. Bis dann, euer Schiener Tiger.